Moin zusammen. Ja, ich habe es leider gestern am Sonntag nicht mehr geschafft, den zweiten Film zu machen. Deswegen, ich werde noch heute nicht komplett schaffen. Ich mache jetzt in diesem Film hier die Tesla und die Supermicro. Und wir fangen mal mit Tesla an. Das ist der Wochenchart. Ich habe da schon ein bisschen was reingemalt. Und erstmal nur auf diesen Blick hier hinten gerichtet, ist ein ganz klarer Downtrend. Ja, tiefere Tiefs, tiefere Hochs, ganz klarer Downtrend. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das hier ist die 200-Wochen-Linie. Die wird gerade durch die 20-Wochen-Linie gebrochen oder jetzt schon seit 3 Wochen, so muss ich formulieren. Ich habe die Fibos deswegen angezogen, weil von dieser Bewegung hier, wo ist denn jetzt meine Maus da, das war hier vom November 21 bis hier runter in den Januar 23, ist diese Gegenbewegung mit Mühe Not des 61er gewesen. Und hat sich da verbunden mit dem Downtrend, den ich hier so leicht grau eingezogen habe. Ja. Die konnten also hier schon ziehen und dann sind sie da dran gegangen. Habe ich damals auch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen, so hätte ich einen Film gemacht. Das heißt, die Verbindung aus dem Downtrend mit dem Fibus ist eigentlich recht gut. Das ist das, was ich immer suche, wenn ich nur der Punkt von einer Betrachtungsweise hier gezeigt wird, sondern wenn da zwei, drei, vier zusammenlaufen. Also hier war es das obere Band, die Fibo-Zahl und der Trend. 3 Stück. Das sind also 3 Handelsgruppen, die auf sowas schauen. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. Was wichtig ist, ist dieser Punkt hier. Da sind wir 152,40. Der ist ganz, ganz wichtig. Da dürfen Sie nicht runter. Auch hier wieder klarer Downtrend. Die Bewegung von hier runter, also von dem letzten Zwischenhoch bis hier runter, ist ja auch genau das 38er. Fibos sind sinnvoll. Und immer daran denken, ihr handelt nicht gegen Menschen, ihr handelt auch gegen Maschinen und sämtliche Algos sind mit den Fibos gefüttert. Ja, das ist bei den Standardprogrammen. Das muss einfach rein. Jetzt haben sie es am Freitag, haben sich zwar ein bisschen hochgearbeitet, heute Morgen sind sie schon wieder ein bisschen tiefer. Hier ist die 20-Tage-Linie weiter fallend, im Moment bei 180,76. Aber dieser Punkt hier ist für mich doch sehr, sehr, sehr wichtig. Da dürfen Sie auf gar keinen Fall runter. Wenn Sie die 152 Dollar mit Schlusskurs rausnehmen, haben die also hier irgendwo in dem Bereich um die 120, 130 den nächsten Support. Das ist weit weg. Was mich stört momentan an Tesla ist dieses Preise hoch, Preise runter, Preise hoch, Preise runter. Also wenn ich Chinese wäre und ich kaufe was und auf einmal wird dann der Preis um 10% gesenkt und dann wird er ein paar Wochen später wieder erhöht. Da kannst du dich überhaupt nicht drauf verlassen. Also finde ich, das finde ich schwierig. Ja, das ist irgendwie, da fehlt eine Kontinuität in dieser Preispolitik. So möchte ich es mal formulieren. In Deutschland wurden, wenn ich es richtig verstanden habe, die Preise noch nicht erhöht, aber im europäischen Ausland um, was habe ich gelesen, 7, 8%. Das ist viel. Ja. Muss man gucken. Also nochmal, hier ist ein wunderbarer Downtrend. Dieser Downtrend gilt bei mir als unterbrochen. Wenn wir diesen Bereich hier 183 mit Schlusskurs überbieten, dann wären wir über der 20-Tage-Linie und über diesem letzten Mini-Zwischenhoch. Dann gäbe es als erstes das Gap bei 188. Da müssen Sie aber drüber. Das heißt, die Range oder die, sagen wir mal, Make-or-Break-Lines sind relativ eng beieinander. 153 bei mir zu 183. Da sind sie. Vorher mache ich hier noch keine Position. Aber ich habe euch die hier mal für die Watchlist rausgesucht. Das eine ist ein 145er Call. Da sind wir also hier drunter. Das ist für den Fall. Entweder, wenn Sie sich hier stabilisieren, stabilisieren heißt 3, 4, 5 Tage, wenn die Technik dann irgendwie weitergeht. Die Technik ist momentan völlig neutral in allen Bereichen. Da kann man, also ich kann da nichts draus ablesen. Gar nichts. Der Chart ist wichtiger. Also wenn die hier stabilisieren, dann kann man das probieren. Oder wenn Sie auch diesen Punkt über 183 rausnehmen, dann wäre das so eine Option. Sollten Sie die 183 rausnehmen, kann man auch höher gehen an das dann vorhandene Zwischentief. Wo auch immer das ist, 160, 155, kann man dementsprechend mal 10 Euro höher gehen. Als Put, jetzt muss ich das hier mal ein bisschen rausziehen, als Put habe ich einen 190er. Der liegt eben hinter diesem, der ziemlich direkt hinter diesem kleinen Zwischenhoch bei 183. Sollte das rausgenommen werden mit Schlusskurs, muss ich mich da auch stoppen. Der kann aber auch genommen werden, wenn wir die 153, 152 hier unterbieten. Also das ist beides für die Watchlist. Ihr seht auch, es sind unterschiedliche Anbieter. Die Puts von Goldman waren besser, dafür war die Citibank bei den Calls besser. Ich gucke da immer drauf. Ja.
So, nee, das ist momentan für mich noch ein Non-Event, aber die Punkte sind für mich relativ klar. Dann noch eins, selbst wenn die Technik hier runtergehen sollte und der Wert erst dann diesen Punkt hier unterbietet, ich zeige es nochmal hier auf dem Chart, dann ist die Technik egal, dann kann die überverkauft sein, wie sie will. Wenn dieser Punkt hier da unterboten wird mit Schlusskurs, gerät die Technik ins Hintertreffen und der Chart ist wichtiger. Der Chart ist immer wichtiger, immer als die Technik. Ja? Wenn, egal wie überkauft, zum Beispiel der DAX ist, wenn der neues 52-Wochen-Hoch hat, dann ist das wichtiger als eine überkaufte Technik. So, und jetzt gucken wir mal auf die Super Micro. Also mit dem Wert tue ich mich echt schwer. Das ist auch der Tageschart. Das Einzige, was mir, ich war ja da in Thailand, als das hier alles so passiert ist, das waren 400 Euro hier. Entschuldigung, $400 in wenigen Tagen. Ich weiß nicht, was die Nachricht damals war. Ich habe keine Ahnung. Aber auch hier nochmal zum Fibus gesprochen, von hier, vom letzten Verlaufstief hoch bis zu diesem Punkt, ist das hier genau das 38er. Entschuldigung, nee, das 50er. Aber auf den Punkt hat es hier gehalten. Es ist immer wichtig, auch mal im Wochenchart zu schauen und wenn so große Bewegungen stattfanden, Nvidia ist so ein Fall, ja? Rheinmetall ist sowas, aber auch die Supermicro. Immer mal draufschauen auf Wochenbasis, dann ist der Chart oftmals klarer. Ja, aber klar, dann sind natürlich auch die Signale auf Wochenbasis. Das ist also keine Geschichte da, oh, ich habe ein Signal und jetzt mache ich mal und in 24 Stunden löse ich das auf. Nee, da muss man halt wirklich dann 5 bis 10 Tage warten, um da die Früchte zu ernten. Jetzt haben sie bekannt gegeben, dass sie eine Kapitalerhöhung machen wollen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das schon wirklich bestätigt ist. Also ich habe keine echte Bestätigung gesehen, aber es wird überall rumgereicht und verlieren daraufhin schon wieder. Allerdings haben solche Werte, und das lest ihr überall auf den amerikanischen Plattformen, haben solche Werte wie Nvidia oder auch Supermicro, die kriegen ganz große Ohren, als sie gehört haben, was Chipotle gemacht hat. Ja, ein Aktiensplit, 50 zu 1, die Aktie ist gleich steil gegangen. Dan Ackman freut sich. Also ich würde es auch machen. Warum soll ich denn eine Aktie haben mit $1.000, wenn ich die nicht mal 10 zu 1 auf $100 splitten kann? Also wenn sie das annoncieren würden, bin ich mir ziemlich sicher, geht der Wert nochmal hier 200 Punkte steil oder sagen wir mal 20%. Dann brauchen die gar nichts zu machen. Es wird auch immer wieder verglichen, ja, das ist ja wie im neuen Markt. Das ist nicht der Fall. Nvidia und Supermicro, die liefern. Ja, das ist nicht wie damals am neuen Markt. Ja, geben wir der Firma XY mal irgendwie ein paar Millionen an der Börse, das wird schon. Nee, die liefern. Die haben Zahlen, da wird einem schwindlig. Die sind richtig, richtig gut. Das ist voll der Trendmarkt. KI. Auch wenn, siehe Adobe letzte Woche, man davon ausgehen muss, dass diese, nennen wir sie mal die Spitzenverdiener oder Spitzenbeteiligten, also im Supermicro, Nvidia, so Geschichten, auch wenn die jetzt wahrscheinlich Konkurrenz bekommen und von ihrer herausragenden Position, so wie Tesla das seinerzeit hatte, vor 3 Jahren, dass die einfach mal jetzt Marktanteile abgeben müssen. Ja, deswegen, ich glaube nicht, dass sie eine solche Bewegung nennenswert weiter fortsetzt, aber ich habe hier kein Verkaufssignal. Im Gegenteil sogar. Jetzt muss ich das hier rausnehmen, ich bekomme hier schon wieder eine Stabilisierung nach dieser Bewegung. Auch hier Fibo, von hier nach da ist das das 38er. Die liegt okay. Ich weigere mich, ich habe mir mal angeschaut, sind glaube ich 2500 Scheine auf Supermicro, also Zertifikate. Ich wüsste nicht, welche Basis ich wählen sollte. Ich müsste eine nehmen, die hier irgendwo liegt bei so 650 rum. Oder hier, die bei 1300 liegt. Aber das erreichen die innerhalb von einer Stunde. Ganz ehrlich, mir ist ein derivates Investment in Supermicro, selbst mir ist das zu heiß. Bei den Optionen, ich habe mal geschaut, bei den Optionsscheinen wird eine 80er Volatilität gehandelt. Aber das ist gerechtfertigt. Ja, das sind 5% Schwankungen pro Tag und das hat die locker immer mal wieder. Also da muss man höllisch aufpassen. Ich selbst werde damit nichts mehr machen. Ich habe sie hier nicht gesehen. Einige von euch haben das gesehen. Gratuliere wirklich. Also Respekt. Ja, auch hier Simon hat es auch toll gesehen. Simon Bettschinger. Ich bin da nicht, war hier nicht drin. Und ich wüsste auch nicht, was ich jetzt hier in dem Wert hier zu suchen habe. Das ist mir echt zu heiß. Da gibt es andere Sachen, da kann ich ruhiger schlafen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.